Willkommen zu einem neuen Beitrag. Als ich den Titel zu diesem Video geschrieben habe, da fiel mir auf, dass Dyatlov Pass oder Dyatlov mittlerweile schon so etwas wie ein Synonym für Fälle ist, in denen Gruppen von Wanderern in den Bergen verschwinden. Und das ist ja nicht nur bei mir so. Wenn ihr im Internet unterwegs seid und sucht ähnliche Fälle, dann haben die meist einen Titel, in dem das Wort Dyatlov oder Dyatlov Pass steckt. Das ist schon sehr merkwürdig, wie ich finde, aber es gibt in der Tat in Russland einen Fall, der gewisse Parallelen zu dem Vorfall am Dyatlov Pass hat. Der ist allerdings hier vollkommen unbekannt. Wer danach recherchieren möchte, dem kann ich sagen, ihr müsst da wirklich russische Seiten besuchen. Ich habe da wirklich so gut wie gar nichts drüber gefunden, das mich weitergebracht hätte im Englischen oder im Deutschen. Und deshalb bedanke ich mich hier bei Igor B., der mir die Links geschickt hat, die aus Russland stammen, die ich mir dann habe übersetzen lassen. Da gab es dann merkwürdige Dinge zu lesen. Ich habe das Ganze jetzt einmal zusammengefasst und werde euch diesen Fall einmal schildern. Ich schätze, diese Satellitenaufnahme hier, die dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Ihr seht ganz oben links den Gorau-Torten, da wo die Dyatlov-Gruppe hin wollte. Und dann seht ihr da rechts den Kolatz-Tjachel. Das ist da, wo die Dyatlov-Gruppe gelandet ist und wo dieser ganze Vorfall dann passierte. Ungefähr 3.500 Kilometer davon entfernt, da befindet sich dieses Gebiet. Das, was ihr hier seht, das ist die Khamar-Daban-Bergkette. Und die liegt in Kasachstan, in der Nähe des Baikalsees. Diese ganze Gegend, da ist ein sehr beliebtes Touristengebiet und da kommen wirklich Touristen aus der ganzen Welt hin, um dort ihre Bergwanderungen zu machen. Der höchste Berg dieser Bergkette, das ist der Berg Hanulo mit 2.371 Metern. Von der Höhe her ist das Ganze Alpenniveau, also nichts, wofür man eine besondere Ausrüstung oder Sauerstoff oder so irgendetwas bräuchte. Da kann man ganz normal wandern. Das Einzige, worauf man wirklich achten sollte, wenn man dort mehrere Tage unterwegs ist und diese Gipfeltour plant, da ganz oben, da liegt dann eben noch Schnee. Das Besondere an diesem Fall, der sich dort ereignete, ist die Tatsache, dass es eine Überlebende gab. Und die konnte hinterher sehr genau berichten, was dort passiert ist. Aber was der Grund dafür ist, was das Ganze verursacht hat, das liegt weiterhin im Dunkeln. Im August 1993, da machten sich 6 junge Leute, 3 Frauen und 3 Männer auf dem Weg und reisten von Irkutsk nach Kasachstan. Sie fuhren mit dem Zug zu dieser Khamar-Daban-Kette und freuten sich auf eine schöne Mehrtageswanderung, denn auch die Wettervorhersage, die passte perfekt zu ihrem Vorhaben. Die Gruppe traf sich dort mit Ludmila Korovina und die hatte den Titel Sportmeisterin im Fußgängertourismus und ich denke einmal, das entspricht hier so dem geprüften und zertifizierten Bergführer. Die Tour, die diese Gruppe geplant hatte, die führte sie über die Spitzen der Berge dieser Bergkette und der höchste Punkt, der war da bei 2.396 Metern. Nach einem kurzen Abstieg ging es dann hinüber zu diesem Berg Hanulo und der hat dann 2.371 Meter. Wie schon erwähnt, von der Höhe her ist das Ganze unspektakulär und der Schwierigkeitsgrad dieser Tour, der liegt irgendwo so im mittleren Bereich. Also nichts, was Wanderer vor besondere Anforderungen stellt. Nach ihrer Ankunft da bezog die Gruppe Quartier in einem Dorf namens Morino. Und am nächsten Morgen, da ging es dann auf der Pritsche eines LKWs zusammen mit ihrer Bergführerin zum Startpunkt ihrer Tour. Nachdem die Gruppe einige Tage unterwegs gewesen war und bereits 70 Kilometer zurückgelegt hatte, da gab es einen Wetterumschwung. Es wurde sehr kalt und es begann zu schneien. Und da auch heftiger Wind aufkam, beschloss die Bergführerin, dass man einen Lagerplatz beziehen sollte. Sie bauten zwischen 2 Berggipfeln ihre Zelte auf und dort wollten sie so lange campieren, bis sich das Wetter bessern würde. Sie verbrachten dort die Nacht und am nächsten Tag gegen 11 Uhr, da zogen sie wieder los. Aber dann sollte sich für die Gruppe gegen Nachmittag alles ändern. Einer der jungen Männer, der bekam plötzlich Schaum vor dem Mund und begann aus den Ohren zu bluten. Es war der 24-jährige Alexander, der plötzlich vor den Augen seiner Freunde starb. Die damals 18-jährige Valentina Otyschenko, die einzig Überlebende dieser Ereignisse, die berichtete, dass in diesem Moment das Chaos ausbrach. Die Bergführerin der Gruppe, die fiel plötzlich tot um. Bei einer späteren Autopsie stellte man fest, dass sie einen Herzinfarkt erlitten hatte.
Eines der Mädchen namens Tatjana, die begann damit röchelnde Laute von sich zu geben und fasste sich an den Hals, so als ob sie jemand würgen würde. Und dann begann sie damit, ihren Kopf gegen einen Felsen zu schlagen, so lange, bis das Blut spritzte und sie tot umfiel. Außer Valentina waren jetzt noch vier der Gruppe am Leben und die schienen plötzlich wie von Sinnen zu sein. Sie halluzinierten. Einer von ihnen versteckte sich hinter irgendwelchen Felsen und wollte dort nicht mehr herauskommen, weil er anscheinend vor irgendetwas fürchterliche Angst hatte. Valentina schien die einzige zu sein, die noch klar denken konnte und bei der nichts geschah. Sie versuchte, diese anderen vier, die noch lebten, irgendwie zu beruhigen und dazu zu bewegen, wieder den Weg hinunterzusteigen, den sie tags vorher heraufgekommen waren. Aber sie weigerten sich und irgendwann gab Valentina auf. Sie griff sich ihren Schlafsack und ein paar Vorräte, einen Kompass und lief davon. Denn die Zustände der anderen vier, die wurden immer schlimmer und immer aggressiver. Und Valentina, die auch gerade einmal 18 Jahre alt war, die bekam es mit der Angst zu tun. Mit den Dingen, die sie sich gegriffen hatte, da begab sie sich den Weg hinunter, den die Gruppe zuvor hinaufgestiegen war. Und dort, wo es etwas windstiller war, da stieg sie in ihren Schlafsack und verbrachte dort schockiert den Rest des Tages und die Nacht. Und am nächsten Morgen, da stieg sie wieder hoch zu dem Zeltplatz. Und dort entdeckte sie dann ihre Freunde. Alle waren tot. Ihre Kleidung war zerrissen und der Schnee vom Blut verfärbt. Nachdem Valentina dort einige Zeit in einer Schockstarre verharrte, da fasste sie sich wieder und ihr wurde klar, dass sie dort auch sterben würde, wenn sie sich nicht auf den Weg machen würde, um Hilfe zu rufen. Und so bewegte sie sich zwischen ihren toten Freunden entlang, nahm sich etwas von den Lebensmitteln und holte aus dem Rucksack der Bergführerin eine Karte. Und dann machte sie sich auf den Weg. Die Tochter der Bergführerin, die hatte denselben Beruf und die war mit einer anderen Gruppe auch in diesem Gebiet unterwegs, allerdings auf einer anderen Route. Wie die Bergführerin der Gruppe von Valentina erzählt hatte, gab es einen Punkt, wo sich die beiden Routen überschnitten und dort hatten Tochter und Mutter mit ihren jeweiligen Gruppen ein Treffen geplant. Das war der Punkt, den Valentina erreichen wollte. Valentina sagte, dass sie diesen Weg wie fremdgesteuert ging, weil sie so schockiert war. Und auf einem Berg in 2310 Metern Höhe, da entdeckte sie einen Relais-Turm. Und da es langsam dämmerte und dieser Turm etwas Schutz gegen die Witterung zu bieten schien, da verbrachte sie dort eine weitere Nacht. Am nächsten Morgen sah sie von diesem Turm Leitungen abgehen und ihr kam der Gedanke, dass diese Leitungen ja sicher zu irgendwelchen Häusern hinführen würden, was dann auch so war, allerdings waren diese Häuser schon lange verlassen. Und so kehrte sie dann auf ihren alten Weg zurück und dann, nach einiger Zeit, erreichte sie einen Fluss namens Snesanya. Sie folgte diesem Fluss stromabwärts und nachdem sie noch weitere ca. 8 Kilometer gewandert war, da ließ sie sich erschöpft auf den Boden fallen. Aber geistesgegenwärtig tat sie etwas. Sie rollte ihren Schlafsack aus und hing diesen in die Büsche, als Zeichen, dass dort jemand ist. Und tatsächlich, eine Gruppe Wanderer aus Kiew, die entdeckten Valentina und retteten sie. Natürlich war man dort in der Wildnis und da gab es weit und breit kein bewohntes Haus. Und so machte sich die Gruppe dann mit Valentina auf dem Weg, so schnell wie möglich die nächste bewohnte Siedlung zu erreichen, was einige Zeit dauerte. Von dort aus verständigte man die Polizei und schilderte ihr den Sachverhalt und die schickte einen Suchtrupp mit einem Hubschrauber los. Es dauerte lange, bis der Suchtrupp die Leichen von Valentinas Freunde fand. Aber als sie dann fand, bot sich ihnen ein Bild, das sie so schnell nicht mehr vergessen würden. Die Körper der Leichen, die waren angeschwollen, die wirkten wie aufgeblasen. Sie hatten sich Teile ihrer Kleidung entledigt und drei waren zusätzlich barfuß. Und die tote Bergführerin, die dort an einem Herzinfarkt verstorben war, die lag interessanterweise auf dem Körper des verstorbenen Alexander, der zuerst verstarb.
Die Leichen, die wurden nach Ulan-Ude zur Autopsie gebracht und nachdem man diese Autopsie vollzogen hatte, hatte man nichts in der Hand. Man wusste nicht, woran diese Mitglieder der Wandergruppe gestorben sind. Und so schrieb man einfach, dass es Hyperthermie war. Und das, obwohl eigentlich jedem klar war, dass das, was dort passiert war, eigentlich überhaupt gar nicht zu einer Hyperthermie passt. Man bekommt da keinen Schaum vor dem Mund und blutet nicht aus den Ohren. Man schlägt nicht seinen Kopf so lange gegen eine Felswand, bis er platzt und so weiter und so fort. Das Einzige, was passend wäre, theoretisch, das ist die Tatsache, dass sich einige versucht haben, ihre Kleider zu entledigen. Und vor allem ist Hyperthermie etwas, das personenbezogen ist. Das heißt, da kommt es auf Größe, auf Gewicht und auf die Kondition an. Das ist nichts, was im selben Moment 6 Mitglieder einer Gruppe überfallen würde. Das ist ja damals schon bei der Dyatlov-Gruppe als vollkommen ausgeschlossen und als medizinischen Unsinn bezeichnet worden. Und das eben von Medizinern, die diese Sache untersucht haben. Und anders ist es in diesem Fall auch nicht. Eine Hyperthermie überfällt nicht zeitgleich 6 Leute. Und vor allem, der Ablauf, der deutet ja in keinster Weise auf eine Hyperthermie hin. Da blutet man nicht aus den Ohren und kriegt keinen Schaum vor dem Mund, so wie der Erste, der gestorben ist. Und dann vor Schreck über seinen Tod hat die Bergführerin wahrscheinlich dann einen Herzinfarkt bekommen. Plötzlich wird die dritte Person von irgendwas ergriffen und fängt an, ihren Kopf gegen einen Felsen zu schlagen, so lange, bis sie tot ist. Die anderen, die scheinen plötzlich wie durchgedreht, sind nicht mehr Herr ihrer Sinne und vor allem weigern sie sich, Valentina hinunterzufolgen, dort, wo es etwas windgeschützter ist. Einer versteckt sich hinter einem Felsen, hat vor irgendetwas Angst, das sonst keiner sehen kann. Aber die 4, die leben eben noch. Und als Valentina am nächsten Morgen zurückkehrt in dieses Lager, da sind auch die alle tot. Das hat mit Hyperthermie ungefähr so viel zu tun wie eine Kuh mit Foxtrott tanzen. Aber als Erklärung, weil man nichts anderes feststellen kann, da ist die Hyperthermie immer gut. Gibt es Theorien, was dort passiert sein könnte? Eine Theorie sagt, die Gruppe befand sich etwas über 2000 Meter. Es gab ein Unwetter mit Gewitter und Schnee und da hat sich vielleicht dann Ozon abgesenkt. Und das hätte dann zu diesen Aussetzern und diesen ganzen Symptomen geführt. Also erstens muss ich jetzt wirklich sagen, weiß ich nicht, ob das alles bei Ozon auftritt, diese Dinge, die dort passiert sind. Und zweitens, warum bei Valentina nicht? Infraschall wurde dann auch ins Feld geführt. Ich konnte bei der Recherche allerdings nichts finden, was darauf hinweisen würde, dass es Infraschall dort gibt oder dass dort vielleicht irgendwelche Messungen einmal gemacht wurden, ob es dort Infraschall gibt. Aber ob diese ganzen Dinge dann bei Infraschall passen, das halte ich dann auch eher für fraglich. Es scheint so zu sein wie in einem bekannten anderen Fall, dem ich mich hier immer widme, dass irgendetwas immer nicht passt. Naja, mal sehen, beim Dyatlov-Pass da habe ich jetzt schon wieder einen Stapel Neuigkeiten bekommen. Vielleicht löst das Ganze sich ja dann irgendwann einmal auf und dann widmen wir uns alle hier dieser Sache. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Ihr Ozonschlingel.